Hallo, hallo, hier ist wieder die Jutta von Funkelkram. Das wird das kürzeste Video aller Zeiten. Ich will dir eigentlich nur ganz schnell einen super coolen Trick fürs Schmuckbasteln zeigen. Armband. Armband ist cool, ne? Kennst du so, Armband nervt und dann was? Dann machst du dein Armband einfach ab und hängst es dir um den Hals. Hast du gewusst, dass 2,5-mal die Länge deines Handgelenkes die perfekte Kettenlänge für dich ist? Also, ne, so, wie bei mir jetzt. Ich habe relativ stabile Handgelenke, ich bin auch eine relativ stabile Frau, und es sind also knapp 20 cm und das mal 2,5 gibt die perfekte Kettenlänge, 48 cm, also plus minus. Kommt ja auf einen Millimeter nicht an, aber es ist wirklich super. Das Einzige, worauf man achten muss, ist, wenn man diese Kette sich um den Arm macht. Ich habe einen Magnetverschluss dran, damit das einfach geht. Und der ist für mich auch stark genug, um das als Armband zu halten. Wenn du jetzt natürlich in die Disco gehst und du machst also permanent staying alive, dann geht deine Kette irgendwann fliegen. Aber für einen ganz normalen, alltäglichen, was man so tut, da hält dieser Magnetverschluss ein Armband durchaus. Du wickelst das einfach um deinen Arm drum. Wenn du es jetzt einfach nur so wickelst, muss man den Arm so halten, dass man das in der Kamera auch sieht, und dann lassen wir das Ganze zugehen. Dann bambelt das so rum und es stört. Das ist also nicht so gut. Deswegen muss man halt ein bisschen wickeln. Also untereinander. Was rede ich hier von Zeug? Ich muss es zeigen, ich kann es ganz schlecht erklären. So, ich löse mich mal ein bisschen. Ich sehe mich nur im Display, darum muss ich jetzt immer so schräg gucken. Das ist hier ein bisschen doof gemacht. Ich weiß gerade nicht, wie ich das anders regeln soll. Ich ziehe das hier einfach immer wieder so durch. Ich mache dann Hampelübungen vor der Kamera, um euch zu zeigen, wie das funktioniert. Ne? Einfach so 2-3 Mal durchziehen. Dadurch verkürzt sich das Ganze dann auch noch ein bisschen. Und dann bleibt das auch an Ort und Stelle, das Ganze. Und rutscht nicht mehr so wild. Hallo, da ist die Mitte vom Bildschirm. Und jetzt machen wir es nochmal so, dass man auch was sieht. Also drum wickeln und dann muss man es einfach ein bisschen so untereinander durchziehen, das Ganze. So. 1, 2, 3 Mal müsst ihr ausprobieren, wie eng ihr das dann haben wollt. So, jetzt ist schön, ne? Cooles Armband. Und rutscht auch nicht mehr so wild rum. Und ich fand das einfach ziemlich cool, weil ich habe das schon oft ausprobiert. Und wollte eigentlich was haben, was ich gleichzeitig als Kette und als Armband mal abwechselnd benutzen kann. Und dann habe ich immer rumgefuckelt, dass das mit der Länge hinkommt. Und dann habe ich es jetzt einfach, ich gebe es zu, irgendwo gelesen, dass 2,5-mal die Länge vom Handgelenk eigentlich die richtige Kettenlänge ist. Und habe nur gedacht, yay, das muss ich gleich mal weitergeben. Und das war es auch schon. Kurz und knackig fädelt euch Multipurpose Jewelry. Schmuck, den man für alles Mögliche verwenden kann. Das ist doch mal eine coole Sache. Wenn euch das gefallen hat und ihr den Trick noch nicht kanntet, dann gebt mir bitte gerne einen Daumen hoch. Schreibt mir im Kommentar unten rein, ob ihr es hingekriegt habt, ob ihr es ausprobieren wollt oder ob es ein alter Hut ist und ich mal wieder total begeistert bin, weil ich es jetzt erst geblickt habe. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Schmuckbasteln. Bis demnächst.